Maskottchen Lars und die Kicker auf dem Platz trotzen tapfer den hochsommerlichen Temperaturen in Lahr. Der gastgebende SC Lahr spielt in der Verbandsliga und hat sich für diesen Vergleich noch mit Akteuren der benachbarten Ober- und Verbandsligisten verstärkt. Adrian Vollmer etwa, ehemaliger Freiburger Fußballspieler, spielt demnächst mit dem SV Links im DFB-Pokal gegen Nürnberg und testet gleich mal die Aufmerksamkeit von SC-Neuzugang Marc Flecken. Test bestanden. Ansonsten fängt der Sportclub da an, wo er im ersten Spiel in Waldkirch aufgehört hat, mit erfolgreichen Torabschlüssen. Für Luca Waldschmidt ist dies bereits Vorbereitungstor Nummer 3. Noch ohne eigenen Treffer ist bislang Yannick Haberer, der ändert das in Spielminute 18 nach Ecke von Jure Gravé. Und der Franzose bereitet auch das nächste SC-Tor vor. Dieses Mal trifft Manuel Gulde. Schiri Gersbacher notiert nach 30 Minuten das 3:0. In den ersten beiden Testspielen geht der Sportclub 4x30 Minuten. Auch wenn die Vorbereitungsbeine langsam schwer werden, gilt es Spielpraxis zu sammeln. Spielfreudig zeigt sich nach wie vor Luca Waldschmidt. 4:0, das war's vom Team. Erste Stunde. Das war's allerdings noch nicht in Halbzeit 1. Die Lahrer machen das ziemlich clever, wechseln bereits nach 45 Minuten komplett durch und überraschen den Sportclub mit neuen Kräften und diesem Schlenzer von Louis Weiser-Biegert vom Offenburger FV. Weil es so schön war, das Tor der Amateure nochmal in der Wiederholung. Die zweite Hälfte gehört dann Florian Niederlechner, der mit seinen Toren das Ergebnis standesgemäß gestaltet. Niederlechner mit satten Abschluss zum 5:1. Niederlechner auf Vorarbeit von Tim Kleindienst zum 6:1. Und Niederlechner auf Vorarbeit von Chico Höfler zum 7:1. Eine Erkenntnis dieser noch kurzen Vorbereitung: Florian Niederlechner ist nach langer, langer Verletzungspause wieder voll da. Voll da sind über die gesamte Spielzeit auch die Gastgeber aus der Ortenau. Hier kassieren sie zwar noch Gegentreffer Nummer 8 durch Marco Terrazino, aber es gebührt ihnen das letzte Tor des Tages. Roman Bulgakov lässt zwischen Ball und Pfosten gar keinen Platz und Keeper Alexander Schwolo wenig Abwehrchance. So endet das Spiel mit Glückwünschen an die Amateure. Dienstag steht gleich der dritte Test an. Im Kehler Rheinstadion geht es dann gegen den Kehler FV. Anpfiff ist um 16 Uhr.